Der Krieg in der Ukraine ist eine menschliche Tragödie. Es sind bereits tausende Menschen gestorben und stündlich, minütlich werden es mehr. Es werden Wohnhäuser in Brand geschossen, Brücken gesprengt, Straßen zerstört, Schulen zerstört etc. Der Weizen kann nicht gesät werden, stattdessen finden Schlachten auf den Feldern statt. Millionen von Menschen sind auf der Flucht und die meisten wissen nicht, wann sie wieder zurück können und wie ihre Heimat dann ausschauen wird. Das Ganze ist einfach nur eine Barbarei. In diesem Krieg gibt es kein Gramm an progressivem Inhalt. Es ist ein reaktionärer Krieg, die Ausgeburt des Kapitalismus in seiner höchsten Phase. Es ist ein imperialistischer Krieg. Und was sehr gut zu beobachten ist, dass der Krieg nicht gleich ist gegenüber den Menschen. Wir sehen quasi den Klassencharakter, alleine schon dadurch, dass eine einzige panzerbrechende Rakete, die geschossen wird, und es sind tausende dieser Raketen geliefert worden und täglich werden hunderte verschossen, kostet 200.000 US-Dollar. Das ist das X-fache eines Jahresgehaltes eines ukrainischen Arbeiters oder einer russischen Arbeiterin. Und selbst die Flucht ist eine Frage der Klasse. Wir sehen die Bilder der Zehntausenden Armen, die zu Fuß unterwegs sind oder sich in überfüllte Züge hineinstopfen. Was wir aber nicht sehen, sind die SUVs, die mit Polizeieskorte an die Grenzen geführt werden und diese Leute dann die Wiener Ringstraßen-Hotels, die teuersten Zimmer dort für sich nehmen. Und eine ukrainische Freundin hat mir erzählt, dass während Ukrainer nicht aus, männliche Ukrainer nicht auswandern dürfen, weil sie verpflichtet sind, ihrem Vaterland zu dienen, ist der Preis für die Reichen, um diesen Krieg zu entkommen, 5.000 Dollar. Das ist das Bestechungsgeld, das man zahlen muss, um an die Grenze eskortiert zu werden. Der Krieg ist nicht der große Gleichmacher, wie es uns vorgemacht wird. Und vorneweg, dieser Krieg ist nur Barbarei und keine einzigen der Fahnen, die hier geschwenkt werden, ist die unsere. Nicht die russische, nicht die blau-gelbe der Ukraine und schon gar nicht die rote als rote und die Fahne der NATO und der EU. Sie alle haben Interessen an diesem Krieg, die Herrschenden all dieser und alle sind gleich barbarisch gegen die Arbeiterklasse. Die einzige Fahne, die wir haben, ist die rote Fahne des Internationalismus und der sozialistischen Revolution, die Fahne der Unterdrückten und Ausgebeuteten, der Arbeiterklasse aller Nationen in allen Staaten, die gemeinsam gegen ihre jeweiligen Herrscher kämpft und sie vereint. Am 24.02. war es, dass Putin den Befehl gegeben hat, an seine Truppen die Grenzen in die Ukraine zu überschreiten. Wenn man den Medien glauben möchte, dann war das das Entscheidende in der Situation. Und wenn man der Argumentation folgt, dann ist dieser Krieg das Werk eines Verrückten, einer, der, wie soll ich sagen, isoliert ist. Man hat gesagt, er war zu lange isoliert in der Covid-Pandemie, hat den Realitätssinn verloren. 30 Psychologen haben ihn in einem öffentlichen Brief geschrieben, wo sie sagen, wir verstehen dein Problem, wir können dir helfen. Und so einfach wird uns das präsentiert. Aber eine Sache muss uns klar sein. Ein Krieg beginnt nie wegen einem Angriffsbefehl eines Einzelnen. Ein Krieg beginnt nie, weil Anna das will.
sondern es gibt Bedingungen. Und historisch gesehen sind es immer die gleichen Mechanismen, die da folgen. Ich meine, vielleicht, ich weiß nicht, ich kann auch nicht hineinschauen in Wladimir Putin. Ich weiß nicht, wie er das sieht. Ich glaube, seine Vorstellung war, dass er tatsächlich in wenigen Tagen quasi als Kriegsheld das Ende der Kampfhandlungen präsentieren kann und dass er sich das selbst zugeschrieben hätte, quasi Russland wieder ein Stück größer zu machen. Aber sogar in der Selbstzuschreibung wäre das falsch. Um das historisch herzuleiten, ein Buch, Krieg und Frieden, lange, lange geschrieben vor diesem Krieg, von einem genialen Autor, einem menschlichen Genie, Tolstoi, ein Anhänger von Hegel. Er beschreibt einen anderen Krieg oder den Anfang eines anderen Krieges, nämlich des Krieges von Napoleon gegen Russland im Jahr 1812. Und Tolstoi beschreibt, obgleich Napoleon im Jahre 1812 mehr als jeder Ansicht war, dass es von ihm abhänge, ob er das Blut seiner Völker vergießen wolle oder nicht, so war er doch nie im höheren Maß als damals jenen unübertretbaren Gesetzen unterworfen, die, während er nach freiem Willen zu handeln meinte, ihn zwangen für die Allgemeinheit, für die Geschichte, eben das zu tun, was sich vollziehen sollte. Die Menschen des Westens bewegten sich nach Osten, um dort andere Menschen zu töten. Um nach dem Gesetz des Zusammenfallens der Ursachen schoben sich nun diesem Ereignis ganz von selbst tausende kleine Ursachen für diese Bewegung und für den Krieg als Stützen unter und trafen mit diesem Ergebnis zusammen. Die Vorwürfe wegen der Verletzung des Kontinentalsystems und der Herzog von Oldenburg und der Einmarsch der Truppen in Preußen, der nach Napoleons Meinung nur unternommen war, um einen bewaffneten Frieden zu erreichen, und die Kriegslust des französischen Kaisers und seine Gewöhnung an den Krieg und der Reiz, den die Großartigkeit der Vorbereitungen ausübte und die Kosten dieser Vorbereitungen und das Bedürfnis, sich Vorteile zu verschaffen, durch die diese Kosten wieder ausgeglichen werden könnten, und die verblendenden Ehrbezeichnungen in Dresden und die diplomatischen Unterhandlungen, die nach der Anschauung der Zeitgenossen mit dem aufrichtigen Wunsch geführt worden, den Frieden zu erhalten und die doch nur das Ehrgefühl der einen und der anderen Partei verletzten und Milliarden anderer Ursachen, die sich dem Ereignis, das sich vollziehen sollte, als Stützen unterschoben und mit ihm zusammentrafen. Das beschreibt Tolstoi. Und hier, was wir in den letzten Jahren und vor allem Monaten gesehen haben, war genau gleich. Der Mechanismus war genau der gleiche. Mit einem großen Unterschied: die Kriege im 19. Jahrhundert hatten einen komplett anderen Charakter. Sie hatten den Charakter der Herausbildung von Nationalstaaten, der politischen Eroberung der Macht durch die Bourgeoisie, einer aufstrebenden, einer progressiven Klasse, die antrat, um die Leibeigenschaft, um den Analphabetismus loszuwerden, um eine Zukunft im Nationalstaat grundzulegen. Das war der grundlegende Charakter der Kriege im 19. Jahrhundert. Der grundlegende Charakter der Kriege im 20. Jahrhundert ist, dass es sich um imperialistische Kriege handelt. Quasi Kriege im vollentwickelten Kapitalismus, wo die herrschende Klasse historisch gesehen keinen progressiven Charakter mehr spielt. Was sind die Charakteristiken des Imperialismus? Wir haben große Konzerne, die eine Symbiose, die Wirtschaft dominieren, die eine Symbiose eingehen mit den Nationalstaaten. Neben dem Export von Waren ist entscheidend der Export von Kapital, von Finanzkapital, insbesondere für Österreich. Die größte Bank in Russland, die größte Auslandsbank in Russland ist die Raiffeisenbank,
die dort 50% ihres Profites macht, allein an diesem Markt, und natürlich ist sie auch in der Ukraine aktiv. Die Welt ist geografisch unter den großen Mächten mehr oder weniger aufgeteilt. Und gleichzeitig ist so, dass die Produktivkräfte, die große Industrie, die Technik, das Internet quasi einen globalen Markt erheischen, brauchen und schaffen und der Nationalstaat dem im Weg stehen. Sie sind über den Nationalstaat hinausgewachsen. Die ganze Industrie produziert heute für einen Weltmarkt. Und aus diesen im Kapitalismus angelegten Widersprüchen aufzulösen, ist Krieg ein absolut probates Mittel, das über das 20. Jahrhundert permanent stattgefunden hat, seit dem Ersten Weltkrieg. Das heißt, es ist nicht so einfach, wie uns die Medien das sagen, und es kommt einfach, es ist einfach nur blanke Kriegspropaganda, dass ein Einzelner, nämlich hier Putin, dafür schuld ist. Das ist Propaganda für die billigen Plätze, die eine öffentliche Unterstützung für die Interessen unserer eigenen Herrschenden in diesem Krieg mobilisieren sollten. Der Appell, lasst uns doch gemeinsam diesen Verrückten einfangen. Und nicht darüber reden, was der Anteil unserer Herrschenden, des Westens, der österreichischen Regierung an der Eskalation ist. Konkret ist es so, dass wir müssen verstehen, dass die Ukraine nur ein Schlachtfeld dieser Auseinandersetzung ist. Und das zeichnet sich seit mindestens 20 Jahren ab, wenn nicht länger. Nämlich das ist die Zeitspanne, wo die geopolitische Orientierung, wie es in den Medien heißt, der Ukraine quasi im Konflikt steht. Zwischen Russland und dem westlichen Imperialismus. Wenn wir die letzten Jahre der Geschichte der Ukraine anschauen, dann war es so, dass sich das Ganze, die Ukraine war Teil der Sowjetunion. Mit dem Zerfall der Sowjetunion und der Wiedereinführung des Kapitalismus wurde die Ukraine unabhängig. Unabhängig, aber wirtschaftlich weiter komplett quasi in die russische Ökonomie integriert. Das Ganze änderte sich ab den 2000er Jahren. Das ist auch durch zwar quasi historische Daten der Ukraine verknüpft, nämlich das Jahr 2004 und das Jahr und die Jahreswende 2013-14, als es eine Massenbewegung gab in der Ukraine, die einen pro-westlichen Charakter hatte und die versuchte, quasi eine wirtschaftspolitische, geopolitische Umorientierung der Ukraine weg von Russland hin zum Westen anzuschieben. 2004, das war die sogenannte Orangene Revolution, also quasi nach Drehbuch, wie sie auch in Belgrad und später in Venezuela und so weiter man es versucht hat. 2013-14 war die sogenannte Euromaidan-Bewegung. Was allerdings irgendwie wichtig zu verstehen ist, dass in all diesen 30 Jahren seit dem Ende der Sowjetunion die Arbeiterklasse in der Ukraine keine unabhängige, keine selbstständige politische Position eingenommen hat. Das war nicht von Anfang an gegeben. Die ukrainische kommunistische Partei war eine der stärksten der Parteien. Bis die Mitte 2010er Jahren hatte so ca. 25% der Stimmen bei Wahlen. Allerdings in dieser Zuspitzung zwischen einer Ostorientierung und einer Westorientierung hat die ukrainische kommunistische Partei sich quasi der Ostoligarchie, das sind hauptsächlich die Stahlbarone im Osten der Ukraine, untergeordnet. Und seither spielt die Partei keine Rolle mehr und sie wurde dann nach 2014 auch illegalisiert, als die pro-westliche Oligarchie in der Euromaidan-Bewegung sich durchgesetzt hat. Wir Marxisten sind es gewohnt, einen positiven Zugang zu haben zu Massenbewegungen, aber man muss klar sagen, dass die Orangene Revolution 2004 und die Euromaidan-Bewegung 2014-15 eine Bewegung des Kleinbürgertums und des Lumpenproletariats war und zunehmend von rechten und faschistischen Kräften politisch dominiert worden ist. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Arbeiterklasse stand in diesen 30 Jahren der kapitalistischen Restauration in der Ukraine
enorm unter Druck. Ich habe keine Zeit, das detailliert zu erklären, aber es genügt, irgendwie hier darauf hinzuweisen, dass die Einwohneranzahl der Ukraine sich in den letzten zwei Jahrzehnten von 50 auf unter 40 Millionen reduziert hat, weil die Leute einfach migrieren müssen, um zu überleben. Und ein Teil, vor allem aus der Westukraine, sind Migranten in den Westen. Darum ist es auch so, dass diese Demonstrationen in Wien irgendwie klar diesen Pro-EU, Pro-NATO-Charakter haben. Und ein anderer Teil der Arbeiterklasse ist nach Russland migriert. Hier und dort werden sie nur als billige Arbeitskräfte in die jeweiligen Volkswirtschaften integriert. Also der Kapitalismus in der Ukraine hat einfach die Arbeiterklasse wirklich sozial an ihre Existenzform gebracht und politisch haben sie keine unabhängige Rolle spielen können in diesem ständigen Wettkampf dieser zwei Kapitalgruppen, der eine, die sich nach Osten und eine, die sich nach Westen ausrichtet. 2014 wird der Präsident Janukowitsch gestürzt. Er hätte auch quasi seinen Abgang schon ausverhandelt gehabt mit Washington und Berlin, aber der faschistische Flügel der Maidan-Bewegung war irgendwie schneller und hat ihn quasi abgesetzt. Und es waren dann 5 Jahre unter Petro Poroschenko, der eine klare Westorientierung hatte. Es wird irgendwie argumentiert, dass die Faschisten keine Rolle spielen bei Wahlen. Das stimmt. Die faschistischen Parteien haben sehr wenige Unterstützung. Aber die Hauptcharakteristik des Faschismus ist nicht irgendwie seine Teilnahme bei Wahlen, sondern seine soziale Unterstützung und die Bildung von bewaffneten Armen, die gegen die Arbeiterklasse gerichtet sind. Und was wir irgendwie gesehen haben seit 2014, ist, dass diese faschistischen Banden wirklich Teil der ukrainischen Nationalidentität gemacht worden sind, vom Staatsapparat, von der Oligarchie und Teil des Sicherheitsapparates. Dagegen gab es 2014 Gegenbewegungen noch in der Ukraine und auch ein letztes Aufbäumen der Arbeiterklasse. Als dieses Regime zum Beispiel das erste Sprachgesetz gemacht hat, das den Gebrauch der russischen Sprache verboten hat, was ca. 20% der ukrainischen Bevölkerung, die Russen sind, betreffen, hat es eine Reaktion in der Westukraine gegeben, dass man aus Protest einen Tag lang Russisch und nicht Ukrainisch redet. Die Aktivisten und die Bevölkerung im Osten reagiert hat und einen Tag lang nur Ukrainisch geredet hat, was in Wirklichkeit zwei sehr ähnliche, nämlich ostslawische Sprachen sind. Diese Maidan-Bewegung hat dann quasi versucht, das Land zu entkommunisieren, wie sie gesagt haben. Und es gab eine spontane Bewegung, wo in den Städten jeweils tausende Leute tagelang die Lenin-Statuen verteidigt haben, die niedergerissen worden sind von diesem pro-westlichen Regime und seinen sozialen Unterstützern. Aber es ist ein Faktum, dass ohne einen bewussten politischen Ausdruck diese Gegenbewegung, gegen diese Reaktion gescheitert ist. Und nicht nur wegen dem Westen, sondern auch wegen Russland, der diese Spaltung genützt hat, um seine eigenen imperialistischen Interessen auch schon ab 2014 voranzubringen. Das hat zur Besetzung der Krim geführt und es hat dazu geführt, dass Russland diese Bewegung, die in der Ostukraine die Macht übernommen hat, in Donetsk und Lugansk, die sie so oft in den Medien militärisch unterstützt hat und quasi eine militärische Lösung dieses Klassenkonflikts im eigenen Interesse durchgesetzt hat, während der Westen weiter sehr stark eben diese ukrainische, faschistische Identität vorangetrieben hat. Und seither ist die Arbeiterklasse einfach atomisiert. Und das ist überhaupt die Grundlage für eine Barbarei. In Wirklichkeit, wenn man es weiterdenkt, wenn der Aufstand der kasachischen Arbeiter im Januar eine politische Führung gehabt hätte, sodass sie einige Wochen irgendwie kämpfen hätten können gegen das Regime und die russischen Truppen, wäre es auch die Arbeiterklasse in Kasachstan gewesen, die diesen Krieg verunmöglichen hätte können. Es ist immer das Fehlen einer Arbeiterklassepolitik und der Unfähigkeit der Arbeiterklasse gegenüber den herrschenden Klassen selbstständig und hart zu kämpfen, die diese Barbarei ermöglicht. Und der Punkt ist einfach nur der, dass in den Jahren
oder amerikanischer Imperialismus einige Niederlagen erlebt hat, in Syrien, in Irak, in Afghanistan, Putin sich jetzt stark gefühlt gehabt hat und seine sozialen Unterstützer, die immer mehr sich reduzieren auf die Oligarchie und auf den Sicherheitsapparat, quasi diesen Konflikt der Orientierung der Ukraine militärisch zu lösen. Und das ist die Ukraine, ein Schlachtfeld zwischen dem westlichen und dem russischen Imperialismus. Wenn die eine wie die andere Seite von Freiheit, Demokratie, nationaler Selbstbestimmung und Menschenrechten reden, ist es hier wie dort blanker Zynismus, Hohn und Spott. Das ist, dient einfach nur der Mobilisierung des Kanonenfutters im Land und in der internationalen Arena. Zum Krieg. Der Krieg hat eine Logik für sich. Es ist nicht nur die Logik von der Summe von Waffenarsenal auf beiden Seiten, sondern eine wichtige Frage von Krieg ist auch die Zeit, die Dauer eines Krieges. Und wir können jetzt, glaube ich, mit Sicherheit sagen, dass die russische Führung sich verkalkuliert hat, was die Geschwindigkeit dieses Krieges betrifft. Es hat auf jeden Fall Fehlannahmen gegeben, insofern, dass man geglaubt hat, dass das Zelensky-Regime schnell zusammenbrechen würde. Das war auch der ursprüngliche Stoß, der Stoß auf Kiew, und man hat geglaubt, man kann hier schnell einen Regime-Change herbeiführen oder Zelensky zur Kapitulation zwingen. Das hat nicht funktioniert. Und das Zweite war, dass die russische Führung eine falsche Einschätzung gegenüber der Reaktion der ukrainischen Bevölkerung und des ukrainischen Militärs gehabt hat. Es deutet viel darauf hin, dass sie tatsächlich irgendwie geglaubt haben, dass sie als Befreier irgendwie begrüßt werden, zumindest von einem Teil der Bevölkerung. Aber es deutet alles darauf hin, dass das gar nicht der Fall ist, dass selbst die russischsprachige Bevölkerung gar nicht mit diesem Krieg übereinstimmt. Also beides ist nicht der Fall. Dies gesagt habend, Russland ist natürlich viel mächtiger, militärisch gesehen, und kann die Ukraine militärisch besiegen. Aber es ist nicht klar, und es steht sogar im direkten Widerspruch zum Erreichen der politischen Ziele, die die russische Invasion hat. Erinnern wir uns an den westlichen Imperialismus. Natürlich ist es den USA gelungen, innerhalb kürzester Zeit das Saddam Hussein-Regime innerhalb von 2 Monaten militärisch niederzuhauen. Aber die USA hat den Krieg schlussendlich verloren. Sie konnten das Land nie dominieren. Gleichzeitig, die USA ist es extrem einfach gefallen, die Taliban in Afghanistan wegzubombardieren. Aber sie wurden als völlig geschlagene Armee, mussten sie schlussendlich flüchten. Das heißt, es ist nicht nur eine militärische Frage, ob man einen Krieg gewinnen kann oder nicht. Und was sind die politischen Forderungen, die nun immer heikler werden? Die Forderungen, die der russische Kapitalismus stellt, ist, dass es kein NATO-Beitritt, keine weitere Ausweitung der NATO. Sie wollen eine Anerkennung der Krim und, als Teil Russlands und Donetsk und Lugansk als unabhängige Republiken, was natürlich völlig witzlos ist. Also, sie sind nicht unabhängig. Sie wollen eine entmilitarisierte Ukraine. Das können sie eigentlich mit eigener Kraft, Feuerkraft irgendwie erreichen. Und sie reden immer von einer Entnazifizierung, wobei das ist auch eine extrem dumme Propaganda, weil wenn man die Einheiten anschaut, die Russland hier einsetzt, unter anderem diese tschetschenischen Bataillonen, was einfach nur Faschisten irgendwie sind, keine Ahnung, russischer Faschismus, man kann keinen ukrainischen Faschismus durch einen russischen faschistische Einheiten irgendwie ersetzen, das ist kein historischer Fortschritt. Und ich habe mir ein paar Interviews mit Zelensky angeschaut, man hat so das Gefühl, da gibt nur Interviews, und wenn man ihm zuhört, und einige Zeitungen, wie zum Beispiel die Jerusalem Post oder so, sagen, ja, da kann man schon zusammenkommen mit diesen Forderungen oder so. Und er selbst sagt auch, ich meine, er sagt so, kapitulieren wollen wir nicht, aber wir können schon reden über die Krim.
Und er sagt dann auch zu Recht, aber da muss man auch drüber reden, was mit den Ukrainischsprachigen in der Krim ist. Es ist ja nicht nur so, dass da nur Russen sagen. Also keine Ahnung. Aber und er sagt, das mit der NATO ist eh kein Thema mehr, die NATO will uns eh nicht und so. Also das heißt, man könnte schon zu einer diplomatischen Lösung kommen. Aber der Punkt ist, dass Zelensky, er ist eigentlich, das, wie soll ich sagen, das ärmste Schwein in diesem Quartett der drei Kriegsparteien, weil, keine Ahnung, was repräsentiert er? Gar nichts. Ja. Es gibt permanent Gerüchte, in wessen Hand das er ist. Wenn man die Ukraine anschaut, dann sieht man, dass es einen offenen Kampf auch innerhalb des ukrainischen Staatsapparates gibt, dass sich Geheimdienstleute sich gegenseitig irgendwie umbringen. Man weiß nicht, ob es einen politischen Grund hat oder ob es darum geht, wer das Geld kontrolliert, das jetzt in Form von Milliarden jeden Tag auf das Konto der ukrainischen Nationalbank irgendwie überwiesen wird. Aber vor allem sozial ist es so, dass die Dynamik in der Ukraine klar in die Richtung geht, dass die faschistischen Brigaden, das Azov-Regime und die Brigade und die anderen, einen immer wichtigeren Teil im ukrainischen Sicherheitsapparat ausmachen. Das sind hartgesottene Kämpfer, und wenn Zelensky zum Beispiel einen Frieden verhandelt, wo er sagt, die Krim gehört Russland, ist nicht klar, also, ob er das überlebt in Kiew. Also es ist eher unwahrscheinlich, dass er das überlebt, weil das völlig gegen diese barbarischen Elemente geht, die in Wirklichkeit irgendwie die treibende Kraft auf Seiten seiner Regierung sind. Und auf der anderen Seite ist es also so, dass der Westen eine solche Lösung nicht zulassen möchte. Und jetzt reden wir über unsere Herrschenden und die Rolle der österreichischen Regierungen von Brüssel, von Wien, von Washington in diesem Konflikt. Weil ihre Position ist, man soll in der Ukraine kämpfen für die Freiheit, für Europa, bis zum letzten ukrainischen Soldaten. Das ist irgendwie ihre Position. Und dafür liefern sie täglich Hunderte, Tausende dieser extrem teuren Waffen. Aber Achtung, nur diese Defensivwaffen, nur diese Ambush-Sachen. Sie liefern nicht die Flugzeuge, sie liefern keine Haubitzen oder Artillerie, irgendetwas, was Kiew wirklich unabhängig einsetzen könnte. Sie wollen einfach nur einen hohen Blutzoll. Mit welchem Ziel? Russland einen hohen Blutzoll abzuverlangen, um die westliche Position gegenüber Russland zu bestärken. Mit ukrainischem Menschenfleisch. Das ist die zynische Haltung unserer Herrschenden. Und natürlich, das bringt Putin enorm unter Druck. Ich habe schon über die Fake-Kalkulationen, die er gemacht hat, geredet. Aber er steht enorm unter Druck. Wir haben analysiert, seine soziale Basis wird immer schmäler. Er hat im letzten Jahr die russische Arbeiterklasse massiv sozial angegriffen mit der Pensionsreform. Und die russischen Marxisten berichten, dass sich die soziale Basis seines Regimes immer mehr auf den Sicherheitsapparat reduziert hat, bereits in den letzten Jahren. Das heißt, er ist bereits hier seit dem ersten Tag mit täglichen Massenprotesten konfrontiert. Es ist eine volle Medienzensur durchgesetzt worden in Russland, im Westen nur eine halbe, nämlich man darf RT nicht mehr anschauen, nicht, dass man es abgehen würde, aber schon interessant, oder, dass man den Feindsender nicht mehr hören darf, dass das jetzt auf einmal eine EU-Linie ist. Bisher hat der Westen gesagt, das ist kein Problem mehr, kann alles irgendwie anhören, das ist nicht mehr so. Und das führt in Russland dazu, dass eine enorme Unterdrückungswelle auch stattfindet, mit täglichen Verhaftungen und von Aktivisten willkürlichen Verhaftungen und so weiter. Und muss ja auch informieren, dass die russischen Unterstützerinnen der IMT seit den letzten Tagen in der Illegalität arbeiten, weil der Staatsapparat wirklich massiv brutal arbeitet, und insbesondere ist es gefährlich, falls der russische Staatsapparat glaubt, dass sie in Verbindung mit dem Westen stehen. Als Hinweis für, wie man mit Social Media umgeht. All diese Elemente deuten darauf hin, dass dieser Konflikt noch lange gehen wird und dass vielleicht der Krieg selbst noch lange gehen wird. Wir wissen es nicht, okay? Irgendwann werden sie sich zusammensetzen, aber wir wissen es nicht. Wir haben die Erfahrung aus dem jugoslawischen Bürgerkrieg, insbesondere in Bosnien, wo der Krieg wegen unterschiedlichen Interessen
eins ums andere Mal weitergeführt worden ist, bis alle Teile befriedigt oder ausgeblutet waren. Es ist, ein solches Szenario ist möglich, wir wissen es nicht, aber it's into the cards. Es ist keine Prognose, aber es ist eine Möglichkeit. Und noch einmal, es ist irgendwie wichtig zu verstehen, dass ein Krieg und dieser Krieg, der Ukraine-Krieg, ist kein Unfall, ist kein Zufall, sondern der Krieg an sich ist ein Teil der Lösung der kapitalistischen Widersprüche. Das ist wichtig zu verstehen, weil daraus die Methode angelegt ist, wie wir unser Nein zum Krieg zum Ausdruck bringen. Nämlich die Verneinung der Arbeiterklasse zum Krieg ist der Kampf gegen die herrschende Klasse und die soziale Revolution. Das ist die Orientierung, die wir aller Barbarei und aller Propaganda von allen herrschenden Klassen dem entgegensetzen. Und es ist erstaunlich, wie im Westen der Militarismus, den wir alle in der Schule gelernt haben, dass wir aus der Geschichte gelernt haben und dass es ewig irgendwie vorbei ist und dass es irgendwie nur, dass der auf einmal wieder da ist, with a bang. Erstaunlich, innerhalb von Stunden. Auf einmal, wir haben jetzt gerade 2 Jahre Covid hinter uns, ja? Ist nichts, haben sie gemacht, um irgendwas zu. Applaus haben sie irgendwie organisiert, die Nationalhymne haben sie irgendwie abgespielt, hat gar nichts materiell getan, irgendwie, um das Leben der Menschen in die Hand zu nehmen. Aber dann findet der Krieg in der Ukraine statt, der nie und nimmer nach Österreich und nach Deutschland kommen wird, okay? Das ist einfach nur Blödsinn, was die da irgendwie herbeikonstruieren wollen. Aber innerhalb von einer Stunde sagen sie im Deutschen Bundestag, alle Fraktionen sagen 100 Milliarden irgendwie mehr für die Bundeswehr. Und in Österreich heißt es Bundeswehr, 1% vom Bruttoinlandsprodukt. Hier sofort die Friedensfazilität der EU, die eigentlich geplant war, um die Kriege in Afrika zu führen, in Niger für Europa. Das Geld geht jetzt in die Ukraine, um dort irgendwie Europa irgendwie zu verteidigen. Und die Politiker, was sagen sie? Der Urlaub ist vorbei. Die Zeit der Friedensdividende ist vorbei. 2 Jahre frieren für die Freiheit. Was ist denn das schon, sagt Gauck irgendwie. Ja? Ich meine, sind die komplett angerannt irgendwie. Das heißt, und warum? Die nützen irgendwie diesen Krieg sofort für die Militarisierung nach innen, um Teil dieses imperialistischen Ringen zu werden, auch wenn sie nicht daran denken, ihre Soldaten in die Ukraine zu schenken. Aber für eine Militarisierung reicht es immer noch. Und noch bevor der erste Schuss in diesem aktuellen Krieg gefallen ist, haben sie schon angefangen in der Finanzmarktaufsicht, in der ÖNB und überall, sind irgendwie schon die Strippmärkte, um die neue Bankenhilfe zu organisieren, oder? SWIFO haben es vorgeschickt und alle, ja? Genau, weil, keine Ahnung, unternehmerisches Risiko gibt es ja keins mehr irgendwie, oder? Das wissen wir ja. Fette Profite, aber kaum haben sie ein Problem, und das muss man wissen, wenn man in Russland eine Rendite von 10-20% Gewinn hat pro eingesetztem Kapital pro Jahr und bei uns nur 1%, dass da vielleicht irgendein Risiko dabei ist. Aber egal, eingesteckt haben sie es irgendwie, die Aktionäre der Raiffeisenbank. Und jetzt sollen wir irgendwie wieder dafür blechen. Und eine Sache ist auch klar, wie auch wir involviert sind, ist irgendwie diese Frage der Sanktionen. Um das klar auszusprechen, wir sind gegen diese Sanktionen. Es ist Teil der Kriegsführung. Und nur mal so nebenbei gesagt, diese 650 Oligarchen, die jetzt mit Sanktionen belegt werden, übrigens interessant, die sind dabei. Wer nicht dabei ist, ist Oleg Deripaska, der Freund vom Wolf, der das MAN-Werk gekauft hat, nachdem er die Löhne 20% runtergenommen hat, dem 30% von der Strabag gehört, von Österreichs Paradeliberalen, irgendwie Haselsteiner, vom Neos-Finanziator, ja? Der sich irgendwie eine Kirche bauen hat lassen für seinen Großvater in Lahn der Theia. Schaut euch das einmal an, dieser Klaus, der ist nicht auf der Sanktionsliste. Der Hauptinvestor von den russischen Kapitalisten in Österreich. 650 sind raus, aber das gemeinsame Vermögen dieser 650 russischen Oligarchen ist weniger als das Vermögen von Jeff Bezos. Als einer, 650 gegen einer, nur damit man eine Relation hat, wer irgendwie unser Hauptfeind ist. Das ist nicht Russland, das sind unsere Herrschenden. Sie dominieren irgendwie die Welt. Und sie reden nur über Menschenrechte, wenn man ihnen ins Gehege kommt. Das ist pure Heuchelei und Zynismus und wir verweigern uns diesen Zynismus. Dieser Lüge, dieser Aufrüstung und diesen Sanktionen. Die sollen unsere Bourgeoisie sollen sie enteignen.
dann können wir die anderen auch irgendwie nehmen. Und wisst nämlich, was das politisch Schädliche ist an diesen Sanktionen, dass es die russische Arbeiterklasse an Putin binden wird. Weil die werden sich zu Recht irgendwie denken, das ist aber komisch, mit zweierlei Maß wird man da irgendwie gemessen. Und diese Erfahrung ist nicht neu. Diese Erfahrung ist nicht neu. Hat die Blockade des Irans, des iranischen Regimes gestürzt, die Blockade von Venezuela, 60 Jahre härtestes Wirtschaftsembargo gegen Kuba? Nein, die Leute mögen das nicht, wenn man irgendwie blockiert wird, wenn man irgendwie sanktioniert wird. Das ist Kleingeld für Putin, das stabilisiert Putin. Entschuldigung, Russen sind nicht so dumm und barbarisch, wie man in den Massen irgendwie sagt, dass wenn man denen einen McDonalds nimmt, dass sie irgendwie Putin irgendwie stürzt. Das ist ein Blödsinn. Daher sind wir gegen diese Sanktionen. Und übrigens, das ist extrem zynisch, weil diese Sanktionen, die wirklich extrem hart sind, wisst ihr, wer das zahlen wird? Das werden wir zahlen, das wird die Arbeiterklasse zahlen, mit hohen Preisen. Hier habe ich irgendwie schon den von der österreichischen Mühlenindustrie, von Raiffeisenkonzern, ist das gleich gesagt. Naja, wenn der Weltmarktpreis so steigt, naja, wird schon ein bisschen teurer werden, irgendwie, ja, die Semmel in Österreich. Ja. Ich sage, okay, warum? Österreich bezieht überhaupt keinen Weizen aus der Ukraine. Wir exportieren irgendwie sogar Weizen. Warum? Weil sie eincashen. Natürlich, Krieg ist furchtbar. Furchtbar profitabel, hat der Lenin gesagt. Und jene Teile des Kapitals, die unter den Sanktionen irgendwie leiden werden, die werden mit Steuergeld ausgezahlt werden. Es ist so, wie der Bertolt Brecht sagt, dieser Krieg ist der Krieg gegen dich, Prolet. Und wir machen da nicht mit. Unser Hauptfeind ist unsere herrschende Klasse. Nieder mit unserer herrschenden Klasse. Für die internationale Solidarität. Nieder mit dem Krieg. Lang lebe die IMT. Eine sehr reiche Diskussion und ich werde versuchen, eine gute Synthese irgendwie zu machen. Joe Biden ist einmal irgendwie genannt worden, ich habe ihn gar nicht genannt. Ich finde es lustig, man sagt ja, Kinder, Alte und Betrunkene sagen irgendwie die Wahrheit. Die Medien sind ja extrem gnädig mit Sloppy Joe. Ich meine, ich möchte irgendwie keine Witze über Menschen machen mit kognitiven Beeinträchtigungen, aber ich glaube, es war irgendwie kein Zufall, diese Versprecher, die ich gehört habe. Wie gesagt, auf Ö1 waren es nicht, also auch in den seriösen Medien nicht, aber er hat gesagt, eine Deklaration zur Ukraine im US-amerikanischen Senat, er hat gesagt, Putin may encircle Kiev with his tanks. But he will never win the hearts of the Iranian people. Und dann hat er gesagt, als nächstes hat er gesagt, if he goes on like that, he will even invade Russia. Man sieht also, die stärkste Macht ist der US-amerikanische Imperialismus und ich glaube, in diesen Kategorien denkt der US-Imperialismus, oder? Iran, Russland, ja. Und alle anderen. Noch einiges. Und das erklärt irgendwie den imperialistischen Charakter hier. Und das ist schon eine Antwort auf so die Frage der nationalen Selbstbestimmung und solchen Sachen. Uns muss irgendwie bewusst sein, dass der Trotzki schreibt, den Krieg und die internationale der Arbeiterklasse ist nicht gleichgültig gegenüber ihrer Nation. Natürlich, auch wenn man kein Heimatland hat, wie es im kommunistischen Manifest steht, aber man hat natürlich ein Gefühl, das ist seine Nation. Aber trotz gesagt, wenn man irgendwie diese Nation dem Imperialismus überantwortet, dann gibt man sie in die Hand des nächsten Metzgers. Und so ist das. Und das ist auch das Schicksal all dieser Nationen und all diese Überlegungen, dass man doch die Ukraine unterstützen müsste gemeinsam
mit unserer Bourgeoisie für Demokratie und nationale Freiheit und diese ganzen Slogans. Es ist theoretisch nicht ganz ausgeschlossen, unter der Voraussetzung, dass die ukrainische Arbeiterklasse eine komplett unabhängige Klassenposition hat, dann könnte es sein, dass wir im Westen dafür kämpfen, dass die Waffen, Sanitätsmaterial, alles irgendwie kriegen, um die dritte Front gegen die eigene Oligarchie aufzubauen. Aber das ist eine sehr theoretische Sache. Die soziale Revolution wird schneller sein. Und ich stimme allen Genossen und Genossinnen zu, die sagen, dass man hier hart bleiben soll. Und dass das kein leerer Slogan ist, der Hauptfeind steht im eigenen Land. Das ist eine wichtige politische Orientierung. Ich werde nochmal darauf zurückkommen. Aber eine Sache ist wichtig. Die USA denkt in diesem globalen Maßstab. Und wir haben auch schon in Europa schon gehört, dass die europäische Freiheit am Hindukusch verteidigt wird. Wir haben gehört, dass sie in Zentralafrika verteidigt wird. Und jetzt wird sie irgendwie in der Ukraine verteidigt. Und das ist blöd, oder? Wenn man sich den Globus irgendwie vorstellt, es kommt näher. Irgendwie. Und es zeigt die historische Arbeitsentwicklung des europäischen Imperialismus. Die im Kapitalismus angelegten Konflikte kommen näher und sie kommen nach Europa. Und daher, im weiteren Verlauf ist wichtig zu verstehen, dass Washington, Berlin und Wien ist das ein spezieller Faktor, unterschiedliche Interessen haben. Das wird im weiteren Verlauf des Krieges klar werden. Für die USA, die sitzen irgendwie locker da. Ich meine, die ziehen irgendwie die Strippen. Sie sagen, wir kaufen kein Öl mehr aus Russland, ja, und sagen am besten, ihr am besten auch nicht und Erdgas bitte auch keins. Und sie machen extrem Druck, dass sie, nachdem sie 15 Jahre die iranische Bevölkerung unterdrücken, dass die Sanktionen weggehen, damit der Iran wieder Erdöl verkaufen kann. Und schon eine Woche nach Kriegsbeginn eine US-amerikanische Delegation in Caracas. So geht der Westen mit Menschenrechten um. Keine Ahnung. Versteht ihr, was ich meine? Man hat jahrelang gesagt, mit diesem Regime in Caracas, in Teheran, na, jetzt haben wir halt ein anderes Problem und jetzt sind das wieder irgendwie gemachte Demokratien, da wollen wir irgendwie wieder das Erdöl haben, irgendwie mit dem Putin an seine Haune. Das ist einfach nur purer Zynismus, was hier stattfindet. Aber für das europäische Kapital ist nicht so einfach. Nicht so einfach. Weil 40% des Erdöls, das in Europa konsumiert wird, kommt aus Russland. Und 46% vom Erdgas. In Österreich über 80%, ein nationales Sicherheitsgeheimnis. Und die größten Gasspeicher in Österreich gehören der Gazprom. Der größte Gasspeicher in Deutschland gehört der Gazprom. Ja, da kann natürlich Washington und die Biden kann sich da leicht irgendwie verwirren. Einmal Caracas, einmal Teheran, einmal Kiew, ist doch scheißegal. Aber für das europäische Kapital ist es ein bisschen blöd irgendwie. Das heißt, es wird ein extrem zynisches Spiel gemacht. Und es sind auch schon andere Faktoren unterwegs. Insbesondere Ungarn und in nächster Folge Österreich wird man den zwiespaltigen Charakter der Bourgeoisie erklären, weil die zwar sind in Wirklichkeit ziemlich abhängig von Russland. Und das wird im weiteren Verlauf relevant werden und es wird diese Spaltungen innerhalb der herrschenden Klassen einzelnen Nationen und zwischen den herrschenden Klassen einzelnen Nationen werden geschichtsmächtig werden. Und das ist irgendwie wichtig zu verstehen. Es ist ja auch in der Diskussion bereits genannt worden und in Wirklichkeit ist das auch Antwort auf die erste Frage von Julian, weil ich meine, der Punkt ist der, niemand kann in Putin hineinschauen, was der sich dachte. Keine Ahnung, was wird er sich schon gedacht haben? Keine Ahnung, das kann man nicht wissenschaftlich sagen, niemand. Aber der Punkt ist, wir sind Dialektiker und wir sind dialektische Materialisten und die Frage ist halt so, Quantität schlägt halt in Qualität um und dann in neue Quantitäten. Der Punkt ist, wenn das gegangen wäre, dass man innerhalb kurzer Zeit einen Regime-Change irgendwie macht, so wie es ungefähr irgendwie geplant wäre, naja, keine Ahnung, flott weg, irgendwie, dann hätten sie halt geredet, dann hätte man sich im Westen aufgeregt, aber man hätte nie diese Front irgendwie herkriegt, die jetzt unter der Führung von Washington gegen Russland gemacht worden wäre. That's the point. Und man muss einfach verstehen, Ideen sind wichtig in der Geschichte. Auch Ideen von Herrschern, aber insbesondere revolutionäre Ideen. Und insbesondere revolutionäre Ideen, die im Einklang mit den tatsächlichen materiellen Entwicklungswegen sind. Die wirklich irgendwie ansetzen, quasi an den Widersprüchen. Und wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass Ideen
an sich sind einfach nur Ideen, Buchstaben oder irgendwas. Und die Welt ist nicht einfach Umsetzung von Ideen, Programmen, Perspektiven, sondern von realen, materiellen Widersprüchen, die extrem komplex sind. Darum habe ich auch dieses lange Tolstoi-Zitat vorgelesen, der genau das beschreibt. Geschichte ist kein Wunschkonzert, oder Khashoggi, wie man das Leben ist, Khashoggi, sagt man in Vorarlberg, sondern das Resultat von realen Widersprüchen. Und die herrschende Klasse hat nicht die volle Kontrolle über die Situation. Ich möchte das unterstreichen, es ist in der Diskussion gesagt worden. Es ist nicht mehr so easy but cheesy irgendwie, wo man, keine Ahnung, das einzige Problem ist, ob man jetzt ein bisschen dümmeren, ein bisschen intelligenteren Bundeskanzler kann. Sie haben keine Kontrolle mehr über die Kräfte, die in diesem System wirken. Sie sind gespalten. Sie schauen, die einen schauen nach Westen, die anderen schauen nach Osten, die anderen nach vorne, die anderen nach zurück. Es geht sich einfach nicht mehr aus. Das ist einfach ein realer Prozess, wie die Geschichte sich einen Weg bahnt. Durch Widersprüche, durch Spaltungen und auf Fehlkalkulationen. Ja, auch der Herrschenden, die alles zur Verfügung haben, Geheimdienste, die Wissenschaft, Universitätsinstitute, Medien, die haben alles, aber sie kalkulieren sich trotzdem, weil die Geschichte ist nicht die Umsetzung von cleveren Ideen, sondern von materiellen Kräften. That's the point. Und es ist extrem diffizil rund um die Ukraine. Und hier auch zu Russland. Ich bin extrem aufgeregt über diesen Krieg. Ist nicht der erste, den ich erlebe. Also politisch, den ich politisch bewusst miterlebe. Aber der, da geht man wirklich nahe. Auch wenn ich Menschen kenne, Freunde, die in Kiew sind, im Norden von Kiew, mit denen ich linke Leute, extrem nette Menschen, aber sie tanzen sich übrigens extrem kennengelernt bei der Chavez-Veranstaltung. 2000 beide ältere Genossen kennen sich, die mit dem Che in der Ukraine. Ja, die sitzen jetzt irgendwie dort. Sie hat gesagt, naja, sie bleiben dort, sie sind im Erdgeschoss, da schlagen die Raketen nicht ein, aber schauen wir mal. Also wirklich hart, was es irgendwie heißt. Und man merkt, wenn ich mit diesen Leuten, was Krieg wieder gesehen und gesagt hat, ich habe es nicht persönlich erlebt, aber es muss extrem hart sein, in diese Maschinerie reinzukommen. Es sind ja keine freiwillige Entscheidungen, Man weiß ja nicht, was passiert, wie man sich entscheidet. Es sind banale Fragen. Soll ich nach Hause gehen? Nehme ich die U-Bahn? Nehme ich den Zug? Nein, ich muss irgendwie noch die Katze versorgen. Ich möchte noch meine Oma sehen. Keine Ahnung. Und da kriegst du den Einberufungsbefehl. Weißt du, verstehst du? Das sind alltägliche Sachen. Das ist eine Riesenmaschinerie, die hier über die Menschen hinweggeht. Es ist nicht freiwillig, ob man kämpft, ob man sich versteckt, ob man flieht. Man ist wirklich den Elementen der Barbarei, die dieses System loslöst, ausgesetzt, wenn man atomisiert ist, wenn die Arbeiterklasse irgendwie nicht agieren kann. Und sie kann jetzt nicht agieren in der Ukraine. Ich merke es, wenn ich mit diesen Freunden irgendwie rede. Es ist extrem brutal, nicht erst, wenn die Granate einschlägt. Und was Russland betrifft, eine Einschätzung zu treffen, ich glaube, wir müssen hier wirklich extrem vorsichtig sein. Weil aus der Sicht von Russland, auch von der russischen Arbeiterklasse, schaut das anders aus wie von uns. Komplett anders. Aus russischer Sicht schaut es so aus. Die USA hat das Mittelstrecken-Atomraketen-Sperrvertrag, der noch Gorbatschow mit Bush in den 80er Jahren unterschrieben hat. Die USA ist unilateral aus diesem Vertrag ausgetreten, ich glaube vor 3-4 Jahren. Dieser Vertrag sagt, dass keine Atomraketen in Europa stationiert werden, im mittleren Reich. Die USA ist aus dem Vertrag ausgeschieden. Warum? Weil sie will, dass das, der Trump hat ja immer gesagt, er will die US-Truppen raus aus Amerika, weil ihr Kampffeld der Zukunft, aus Europa, weil ihr Kampffeld in Zukunft ist China, der Pazifik. Und die wollten immer die Europäer irgendwie reinschieben und dass die Europäer die Militärausgaben erhöhen und dass sie diese Frontstellung machen. Und weil die Europäer das nicht wollen, so haben die Amerikaner den Vertrag mit den Russen gekündigt und gesagt, ja, wenn wir schon keine Truppen mehr da haben und keine Panzer, dann haben wir wenigstens Atomraketen, da wäre das auch eh nichts drauf. Das wissen Russen, bei uns weiß man es nicht, aber in Russland ist es ein wichtiger Teil der Medieninformation über Jahre. Da bereitet sich eine neue Aggression gegen uns vor.
In Russland ist bekannt, dass in Luhansk, Donetsk 18.000 Leute gestorben sind. 18.000 Leute gestorben sind durch Bombardierungen. Das ist eine Frontlinie. Ja? Da ist immer geschossen worden in die Stadt. Und seit 10 Jahren sieht man diese Bilder von sterbenden russischen Kindern und Fliehenden und so weiter, ja, weil tatsächlich dort ein Krieg ist. Und man berichtet über die Verfolgung von Russen in der Ukraine. Was stimmt? Was stimmt? In den westlichen Medien hat man ein bisschen was darüber gelesen. Noch im Jänner in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung ist ein Artikel im Feuilleton, wo sie sagen, aber es wird schon strategisch geschrieben. Eigentlich ist es dumm, dass man russischsprachige Zeitungen in der Ukraine verbietet, weil könnte man ja nach Russland hineinwirken. Aber es ist tatsächlich so, dass der Gebrauch der russischen Sprache extrem eingeschränkt worden ist in den letzten Jahren. Auf eine Art und Weise, was völlig gegen Menschenrechte, Demokratie und Freiheit. Es wäre so, wie man in Südtirolern verbieten würde, irgendwie Deutsch zu sprechen. Könnt ihr euch vorstellen, wie es da irgendwie los, wie es da in Österreich ausschauen würde, wenn Rom sagen würde, unsere Brüder und Schwestern in Südtirol dürfen nur noch Italienisch reden. Ja. Und das ist so, dieses russische Welt, das ist das, was auch Teil der Realität ist, was auch stimmt. Und was halt russische Medien die letzten 10 Jahre dominiert haben. Und ich habe nur eine Umfrage gesehen, und ich glaube, die ist relevant. Es ist so, dass die Mehrheit der Russen zum jetzigen Zeitpunkt diese Sonderaktion unterstützen. Weil sie sagen, der Krieg hat schon vor 8 Jahren stattgefunden, und es ist gut, dass wir ihn jetzt einmal beenden und dass man in Frieden leben kann in der Weltregion. Das glaubt die Mehrheit der Russen. Es ist auch in Russland eine Minderheit, die jetzt noch auf der Straße ist. Weil sonst kann man sich diese Repression gar nicht erklären. Weil gegen eine Massenbewegung kannst du mit Repression nichts mehr machen und mit Zensur. Aber es ist noch nicht so weit. Aber es wird so kommen. Es wird die Wahrheit durchdringen. In Russland und vor allem auch im Westen. Und dass wir die demokratischen Freiheiten genießen, unsere Verantwortung, voll auf unsere herrschende Klasse, ihren Lügen, ihren Zynismus und so weiter zu schießen. Und da gibt es jetzt auch ein spezifisches Problem, weil was bedeutet das? Der Hauptfeind steht im eigenen Land, das ist einfach in so einer Kriegssituation überall dort Nein zu sagen, wo die Bourgeoisie Ja sagt und umkehrt. Das Problem ist, die österreichische Bourgeoisie sagt momentan gar nichts. Man weiß nicht, was sie tut, und es gibt einen guten Grund dafür, weil sie wirklich auf einem Scherbenhaufen sitzt. Irgendwie, ja? Weil die war seit 15 Jahren orientiert auf Russland. Ich weiß nicht, kennt ihr die Videos? Der Putin hat gerade die Krim einkassiert, kommt der Putin irgendwie her, und der schäkert da herum mit allen, irgendwie, mit dem Bundespräsidenten, mit dem Bundeskanzler, mit dem Leitl. Kennt ihr diese Videos? Ah, Diktatur, aber gute Diktatur. Und der Leitl sagt, vor 100 Jahren war Lemberg noch Teil von Österreich. Putin sagt, was schlagen Sie vor? Alle klopfen sich auf die... Das ist die österreichische Bourgeoisie. Ja? Als die ersten Sanktionen gegen Russland waren, haben sie auf Discount gemacht. Die ÖMV hat alle Ölfelder in Norwegen verkauft, hat sich einkauft in irgendwelche wirklich hochabenteuerliche Erdgasfeldern. Südrussland, in der Antarktis oben. Ja. Und jetzt müssen 2 Milliarden ab. 2 Milliarden muss die ÖMV abschreiben. Ja. Haben darauf verzichtet. Versteht ihr? Putin, der bei Kneißl, da kennt sie. Ja. Die Strabag, der Repa, keine Ahnung, die sind völlig verbandelt. Die sind völlig verbandelt. Übrigens auch die Ukrainer. Anna, ihr müsst euch, und das zeigt auch, was für ein Charakter der Unabhängigkeitskampf hat in der Ukraine. Anna, der auf dem Foto drauf ist, bei den ersten Friedensverhandlungen, also Waffenstillstand, also wie auch immer, Verhandlungen in Belarus, zwischen der Kiewer Regierung und Russland. Das Anna auf dem Foto drauf, dessen Name jetzt nicht mehr was, aber ich kann es nachliefern, ist wirklich verbrieft. Gibt es auch ukrainische Nachrichten und Bilder. Auf jeden Fall ist es auf dem Bild irgendwie drauf. Der hat da mitverhandelt. Aber er war komischerweise, sagen ukrainische Medien, nicht auf der Delegationsliste von Zelensky. Ist eigentlich auch komisch, oder? Also, dass man bei
Verhandlungen ist, dass man sich da reinschmuggelt in die erste Reihe, obwohl man nicht geladen ist. Also ist auch irgendwie komisch. Auf jeden Fall hat sich dann herausgestellt, ja, der Kerl ist jetzt tot. Der ist jetzt erschossen worden. Und es gibt unterschiedlichste Darstellungen. Zuerst hat es geheißen, er war ein russischer Agent. Dann hat es geheißen, hat der ukrainische Geheimdienst gesagt, nein, es war ein ukrainischer Agent. Und er wurde gemeinsam mit zwei anderen am gleichen Tag erschossen. Erschossen wurde er an der Eingangstür zur Staatsanwaltschaft in Kiew, also direkt vor der Tür, exekutiert, einfach Kopfschuss. Und es handelt sich um den Vorsitzenden der Bankenaufsicht, der ukrainischen Nationalbank, der spezifisch irgendwie verantwortlich war, um ukrainische und österreichische Banken irgendwie zu überwachen. Ein alter Bekannter von der Raiffeisenbank, der eine Kugel in den Kopf gekriegt hat, wahrscheinlich von seinen eigenen Leuten. Und im Jänner noch in Diskussion war, dass er Vorsitzender der Nationalbank war in der Ukraine. Das heißt, wenn ich vorher darüber geredet habe, was das für ein Regime ist und dass das alles kriminelle sind, die auch in diesem Krieg irgendwie nur die Taschen irgendwie vollstopfen mit dem Geld, was sie jetzt reinkriegen und so. Es stimmt buchstäblich, dass nichts provoziert, dass nur Reaktionäre da sind und dass die Menschen nur als Kanonenfutter hingeschickt werden. Full stop. Da muss man nicht, da gibt es nichts sonst dazu zu sagen. Und das wird zunehmen. Beide Seiten holen jetzt die Söldner rein. Ja? Nazis aus ganz Europa, 20 Dschihadisten aus Wien, ja, die jetzt auf Seite von der Ukraine. Und Putin holt Leute aus Zentralafrika und aus Syrien, ja, den Krieg, den er dort führt, ja, diese Söldnertruppe. Söldner aus der ganzen Welt werden dahin geschickt, ja, um diesen imperialistischen Krieg zu machen, weil die Leute keinen Bock haben, die Leute wollen nicht kämpfen, verstehst du, die wollen in Frieden leben, die wollen eine Zukunft haben, das macht niemand, das ist völlig sinnlos, das hat nichts mit dem Leben mehr und mit den Menschen zu tun. Es ist völlig kriminell, was hier passiert. Und es ist klar, dass im weiteren Verlauf werden diese Fragen zum Vordergrund kommen. Diese patriotischen Nebelschwaden in Russland, in der Ukraine, im Westen, die werden sich zerblasen. So, das ist Pustekuchen, das ist Lüge. Und man kann Menschen nicht belügen. Man kann sie einmal belügen, zweimal. Du kannst sie nicht permanent belügen. Der Charakter dieses Krieges wird offensichtlich. Und unsere absolute Minderheitsposition, und das ist kein Lehrersdog. Der Hauptfeind steht im eigenen Land, ist keine Polemik. Es ist einfach nur die Wahrheit. Und er wird Fleisch kriegen, er wird Formen kriegen, er wird soziale Kräfte kriegen. Es geht nicht anders. Lenin hat geschrieben 1915 zum Krieg, er hat gesagt, was ist die Position der Revolutionäre? Er hat gesagt, 5 Punkte. Erstens, keine Kriegskredite, völlige Ablehnung der Kriegskredite, Austritt aus der Regierung, völliger Bruch mit dem nationalen Frieden, kein Burgfrieden. Bildung illegaler Organisationen überall, weil die Bourgeoisie nach innen ja die Demokratie abschafft. Unterstützung der Verbrüderung der Soldaten aller Armeen. Und 5. Unterstützung aller revolutionären Massenaktionen des Proletariats überhaupt. Aller revolutionären Massenaktionen des Proletariats überhaupt. Das war im Februar 1915, als er es geschrieben hat, eine extrem isolierte Position, die nirgendwo einen realen Ansatz gehabt hat. Aber das sind die Formen von Ideen, weil sie mit dem Einklang der Entwicklung gehen, die soziale Kräfte kriegen werden. Diese Ideen werden mächtig. Diese Ideen werden die herrschende Klasse stürzen. Nämlich genau 2 Jahre später. 2 Jahre später aus der völligen Isolation. Der Krieg hat sein Werk gemacht. Und diese Verneinung, diese völlige Isolierung hat 2 Jahre später geheißen, Land, Brot, Friede, alle Macht den Räten. Und die russische Arbeiterklasse hatte eine Partei, die das ausgefechtet hat. Und das waren irgendwie die Bolschewiki. Und 2,5 Jahre später war es der erste Arbeiterstaat der Welt. Und dieser erste Arbeiterstaat war die erste Konstellation, soziale, politische Konstellation, wo die Ukraine tatsächlich unabhängig und frei war und nicht unterdrückt war. Nie vorher, nie nachher.
It's a fact. Übrigens, der Begriff Ukraine heißt Grenzland. Grenzland, das ist die Übersetzung des Begriffs. Es war immer ein Brückenkopf, aber klar irgendwie Teil des Ostslawentums und klar unterdrückt vom russischen Zarismus. Und weil irgendwie die Frage war, und weil auch Putin mit der Sowjetunion und Zelensky gesagt, er will diesen Krieg, er will wieder Berlin, ja, bis nach Berlin will er irgendwie. Und will die Sowjetunion wieder errichten. Nein, will er nicht. Will er nicht. Er will, und in seinen eigenen Worten, sein ideologisches Konzept ist die Wiederherstellung des Völkerkerkers des Zarenreichs. Und er sagt, dieser Lenin, dieser Träumer hat einen Riesenfehler gemacht, indem er sein Programm der Nationalität, nämlich der Freiheit aller 100 unterdrückten Nationen des Zarenreichs, wirklich in der Realität umgesetzt hat und nur eine freiwillige Einheit auf Basis der Überwindung des Kapitalismus für viele dieser Länder hergestellt hat. Und gleichberechtigt und ohne Unterdrückung und ohne Diskriminierung. Und der Stalin hat das dann zurückgerollt. Und das findet Putin gut. Aber er sagt, Stalin hat einen Fehler gemacht. Er hat die Verfassung irgendwie nicht gehört. Okay, da denkt er irgendwie viel zu idealistisch. Er hat gesagt, wenn diese Regimes, die reden immer davon, die Ukraine zu dekommunistisieren. Und er hat gesagt, das ist lächerlich, was die machen, die Zerstörung der Lenin-Statuen. Und sie sind dumm, was sie hier tun, weil Lenin der Erste war, der der Ukraine wirklich das erste Mal eine nationale Existenz gegeben hat. Er hat gesagt, ich zeige euch die wahre Dekommunisierung. Ja, nämlich die russische Armee, die das Völkergefängnis wieder herführt. Das ist die Ideologie von Putin. Und es ist die Frage gestellt worden, warum haben kommunistische Parteien und die Sozialdemokraten, die Reformisten, was haben die irgendwie für Positionen? Ich glaube, in Wirklichkeit haben die immer noch diese stalinistische Position. Sie haben Putin verteidigt mit der Krim, mit dem Donetsk, in Georgien. Sie haben immer irgendwie das getan. Sie haben gesagt, die sind immer angegriffen worden von der NATO. Die haben immer das so unilateral gesehen. Das ist ja nur Verteidigungshaltung, das ist ja nur armes Land. Die NATO ist irgendwie das Böse. Und jetzt, unter dem Druck, den sie jetzt haben, jetzt hauen sie alles über Bord. Ich weiß nicht, ob sie das mitgekriegt hat. Die Stadt Graz hat einen Städtepartnerschaftsvertrag mit Petersburg gehabt. Ist unter der kommunistischen Bürgermeisterin gekappt worden. Nein! Die KPÖ, Graz, sanktioniert irgendwie Russland. Kein Kulturabkommen irgendwie. Das geht. Ja, so schauen die Reformisten aus. Jeder Fasson. Es ist der Verrat inhärent, so wie der Lenin gesagt hat. Und jetzt kommen sie daher wieder mit Neutralität, bewaffnete Neutralität. Die Waffen nieder mit dem Krieg. Wir haben nichts gegen den Slogan, die Waffen nieder. Wir haben nichts gegen den Slogan. Es kann ein guter Slogan sein, nieder mit dem Krieg. Aber nur, wenn er verbunden ist mit dem Appell, dass die Arbeiterklasse das durchsetzt. Keine Illusionen schüren. Keine Illusionen schüren, dass man die Waffen nieder durch Deals zwischen den Räubern irgendwie herkriegen kann. Das werden sie schon machen, wenn die Arbeiterklasse ausblutet ist, wenn sie einen Auftrag gemacht hat, wenn ihnen das Geld ausgeht. Dann werden sie schon wieder dealen. Das ist der Arbeiterklasse Sand in die Augen strahlen. Das ist so ihre Position. Und sie sind für die Aufrüstung in Österreich. Sie sagen, wir müssen neutral sein, es muss eine bewaffnete Neutralität sein. Oder? Deshalb höre ich auch hier aus der Sozialdemokratie. Und der linkeste Flügel, die sind für Enteignung. Und zwar von den Russen. Also, das ist klassisch. Und es ist übrigens in jedem Krieg so, dass die herrschende Klasse sich eine Revolution, nämlich im anderen Land, irgendwie wünscht. So ist Lenin überhaupt erst nach Russland gekommen im April 1917, oder? Haben sie hat sie in ein Flugzeug gegeben, haben sie in den Zug und dann ist er durchduckert irgendwie und haben gesagt, so, macht irgendwie die Revolution. Hat er ja sehr erfolgreich gemacht. Aber dann ist die Revolution auch nach Deutschland gekommen. Es ist wirklich ein Biest, diese Revolution. Ich möchte nicht übertreiben. Wir sind am Anfang dieses Prozesses. Wir haben noch Zeit, wir haben noch ein bisschen Zeit, eine revolutionäre Organisation aufzubauen, gut zu verankern in der Arbeiterklasse. Ich glaube, wir haben das politische Rüstzeug. Ich möchte mich bedanken, es war eine extrem bereichernde, gute Diskussion. Und es ist wichtig, was die Genossen gesagt haben, wir sind isoliert. Ja, wir sind isoliert. Und jetzt, aber es wird nicht so sein,
das wird ein Massenprogramm werden, aber das ist ein gutes Training für uns. Es ist ein gutes Training, auch psychologisch uns einzustellen darauf, dass, wie die Bourgeoisie selbst sagt, nehmen Sie sie beim Wort, der Urlaub ist vorbei, die Friedensdividende ist vorbei. Es ist wirklich so, aus ihrer Sicht ist es wirklich so. Und damit meinen sie nicht, dass sie für hehre Werte irgendwo in der Welt oder gar in der Ukraine kämpfen. Nein, sie sind im Krieg gegen die eigene Arbeiterklasse, um die Profite zu erhöhen. Weil das ist das Wichtigste im Wettkampf zwischen den einzelnen imperialistischen Nationen. Stellen wir uns darauf ein, die Nachkriegszeit ist wirklich vorbei. Und gerade in Österreich, wir sind so Softness gewohnt. Und die Arbeiterklasse ist gewohnt an Sozialpartnerschaft, die 1950 durchgesetzt worden ist. Dass alles irgendwie ausgemauschelt wurde, dass es immer irgendwie eine Lösung gibt. Nein, die Zeit läuft ab dafür. Und es ist gut, dass wir das hören. Und es ist gut, wenn wir diese Isolation jetzt spüren. Genauso wie die Internationalisten, genauso wie Rosa Luxemburg, wie Karl Liebknecht, wie Lenin 1914, 1915, 1916. Aber das ist die Vorperiode der Revolution. Stellen wir uns irgendwie darauf an. Nehmen wir dieses Data-Geschichte an. Wir sind wirklich gut aufgestellt, aber machen wir weiter. Und alle, die hier sind und noch nicht Teil der IMT sind, tretet jetzt bei. Wirklich, ohne Schmäh. Macht's mit. Es rentiert sich, für die Zukunft zu kämpfen. Die Zukunft, die Menschheit wird die internationale sein. So ist es.